aufmachen, 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 aufmachen! Hallo, hallo! Aufmachen, 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 aufmachen! Ben, ich hab's doch gesagt. Das ist alles nur eine große Masche. Wie kann ich euch behilflich sein? Karl mit einem C? Ich bin sein Zwillingsbruder. Karl mit einem K. Siehst du? Ein Verkaufstrick. Wie gesagt, drei der gruseligsten Zimmer, bitte. Ein Zimmer kostet 50 Dollar die Nacht. Im Voraus. Frühstück inklusive? Hm, falls ihr die Nacht übersteht. Du kannst ja an der Rostbeule schlafen. Allein. Entscheide dich schnell, Kleiner. Die Monster unter deinem Bett erwarten dich. Woher wissen sie das? Ja! Sei nicht so lahm, Ben. Deine kleinen Babyschritte halten uns nur auf. Von wegen, kleines Baby. Ah! Oh, anscheinend ist hier ein Gast etwas schreckhaft. Ihr seid die einzigen Gäste. Die Betten sehen hoffentlich nicht so aus. Sehr amüsant. Nein, die Kiste ist verzaubert. Mit ihr kann man Geister fangen. Sperrt einen Geist ein und Kabelfernsehen ist kostenlos. Diese Bilder beobachten mich. So etwas bietet heutzutage doch jede zweitklassige Geisterbahn. Monster! Stroboskoplicht und Schattenspiele. Hm, kindisch. Komm schon! Ah, Leute! Ich hoffe, ihr findet eure Zimmer zufriedenstellend. Schreit, wenn ihr etwas braucht. Und schreit, wenn nicht. Wer gefällt dir besser? Karl mit einem K? Oder Karl mit einem C? Leute, wollen wir hier echt übernachten? Die Angst ist nur in deinem Kopf. Geh ins Bett. Träum vom Frühstück. Lass dich von deiner Einbildungskraft nicht kirre machen. Meiner Einbildungskraft? Ja. Verschwindet. Ah, jetzt reicht's aber mit dem Einbilden. Oh, ein Regenschirm. Ganz harmlos. Ein Zweig. Reiß dich zusammen, Ben. Fort mit euch. Das ist nur in meinem Kopf. Alles nur in meinem Kopf. Eine Uhr? Ich habe Angst vor einer Uhr. Definitiv nicht in meinem Kopf. Verschwindet, oder ihr werdet ins Reich der Geister verbannt. Ich hätte da eine dritte Möglichkeit. Kanonenkugel. Ach Mann, Upgrade? Hier gibt es überhaupt nichts zum Upgraden. Sieh mal einer an. Wie wär's mit einem Ritterschlag? Wie unpraktisch! Gratis-Frühstück. Ist es schon soweit? Meeresspuk, Phantomfischer, Gespenstertaucher! Er hat mich entwaffnet! Ich habe ihn geschubst! Da drüben! Komm mit, ich zeig's dir! Hier habe ich ihn! Was? Er ist weg? Hast du gesagt, Gespenstertaucher? Oh, was hat er denn jetzt schon wieder? Er war genau da. Ein Geist. Er wollte mich aufspießen. Lasst uns abhauen. Sofort. Okay, okay. Ganz ruhig, Ben. Schauen wir, ob wir diesen Meeresspuk fangen können, bevor wir die Nerven verlieren. Ich habe eine Idee. Ich bin gleich da drüben. Warum bin ich der Köder? Und ist das Schild mit dem Wort Köder wirklich nötig? Weil es dein Geist ist. Und ja, fang an zu angeln. Er ist nicht mein Geist. Hierher, mein kleiner Geisterspuk. Da ist nichts. Dann können wir jetzt... Ich habe dich gewarnt. So ein Mist. Unvorstellbares Grauen erwartet dich. Das ist wirklich ein Geist. Komm mit mir in unendliche Tiefen. Nicht schon wieder. Du hättest gehen sollen. Und du hättest nicht wiederkommen sollen.